So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Das Jahr 0. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Spiel jetzt so langsam mal durchbekommen. Wie gesagt, es sollte eigentlich nur eine Stunde gehen. Ihr habt gerade gesehen, ich bin seit 1 Stunde 43 am Machen. Ist natürlich jetzt nicht die korrekte Zeit, weil die Tode natürlich und so alles nicht mitzählen. Ich bin mal gespannt, was kommt, denn anscheinend hat der Dämon ja keine gute Absicht, keine guten Absichten, so wie es aussieht. Und wow, hier muss es sein. Wie gesagt, ich vergesse jedes Mal die Stimmen. Mir geht's aber an sich viel besser. Ich habe nur so ein leichtes Husten, wie ihr gerade gemerkt habt. Das wird mir jetzt wahrscheinlich auch gleich zum Verhängnis beim Stimmverändern. Hier hat man ihn wohl eingesperrt. Na komm schon, wir sehen uns das mal genauer an. Punkt, Punkt, Punkt. So sehe ich jetzt mir auch mal genauer an. Ich kann niemanden sehen. Vielleicht wurde der Dämon in eine andere Dimension eingesperrt. Ja, in meinem Traum. Was? Aber wie sollen wir ihn dann befreien? Das ist doch unmöglich. Ganz ruhig, Tedrick. Wenn es unmöglich wäre, dann hätte doch wohl niemand diesen Ort bewacht, oder? Nach all dieser Zeit hat sich nichts geändert. Du hast immer recht. Du hast wie immer recht. Diese Kristalle wohl etwas damit zu tun haben? Höchstwahrscheinlich. Zumindest merke ich kaum, dass sie nur zur Dekoration dienen. Dafür sehen sie viel zu episch aus. Vielleicht lassen sie sich zerstören. Ja, hau einfach mal gegen. Er leuchtet nicht mehr. Ja, er hat auch gegengehauen. Hau du mal gegen die Glühbirne, dann leuchtet die Scheiße auch nicht mehr. Und das Pentagramm siehst du? Es leuchtet plötzlich leicht auf. Ja, das muss es sein. Los, zerstören wir auch die anderen Kristalle. Hey, lass mich auch mal. Auch ich will dem Dämon helfen. Puff. Ja, es leuchtet wirklich mal so ein Stück heller auf. Danke, Skype, für dieses wunderschöne Geräusch. Ich habe keine Datei bekommen, das muss schon ewig her sein. Ja, ist euch das Pentagramm richtig. Und jetzt? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Punkt, Punkt, Punkt ist immer gut. Ich tue das Mikro mal ein Stück weiter von mir weg. Vielleicht ist es dann besser. Kann ich spielen? Nö. Ah. Hallo, Baby. Where are you? How are you? Oh, es pisst. Cedric! Griselda! Oh Gott. What the fuck? 420 HP? Koma-Bomben. Innere Kraft. Kein Schild. Ich speichere mal. Nein, das habe ich nur noch einen alten Mann. Wo bin ich jetzt gerade? In Siegeltau bin ich, ne? Los, Beeilung! Bei der Höhle gibt es Ärger. Sogar unser Heerführer wurde schwer verletzt. Ob Cedric und Griselda etwas damit zu tun haben? Ja, sehr wahrscheinlich. Also gehen wir mal hinterher. Beziehungsweise wir wissen ja, dass wir damit zu tun haben. Ich weiß es ja nicht. So. Jetzt sind hier natürlich auch überhaupt keine Monster mehr auf einmal. Alle an AIDS oder so gestorben, was weiß ich. Jetzt kann tödlich sein, Leute. Schützt euch. Ein guter Rat von euren Curry. Ihr seht's. Jetzt kann wirklich tödlich sein. Es kann ganze Monsterhorden ausrotten, so wie es aussieht. Und Soldathorden. Und Hunde. Warte mal. Ach, geh doch da rein. Vielleicht sind die ja da drin, aber nein. Da oben dürfte ja jetzt der Höhleneingang mehr oder weniger sein, ne? Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ja. Aber hier ist niemand, okay. Gut, jetzt sind wir in der Höhle drin. Wie viel später? Spielt das hier jetzt bitte ab? Denn wir waren ja auch hier gerade mit... Oh, what the fuck. Was sind denn das für Wesen? Sieht aus wie ein Dämon. Weiblich oder männlich? Dein Sprite sieht weiblich aus. Vernichtet. Tötet. Das klang nicht weiblich. Verdammt, sie sind zu stark. Diese wahnsinnigen Kinder. Scheiße, verdammt nochmal.
Wer sind Sie denn? Verdammt, haben Sie das Schild nicht gesehen? Sie haben hier nichts verloren. Sieht aus, als könntet ihr jede helfende Hand gebrauchen. Meinen Sie nicht, ich sollte hier bleiben? Was? Können Sie etwa kämpfen? Ja. Gut. Lass uns das hier hinter uns bringen. Wenn wir jetzt versagen, werden sich diese Wesen wie ein Geschwür über die ganze Welt ausbreiten. Okay. Ein Succubus, es war doch so klar, was denn sonst? Und diese Pose, ach komm. Ich find's gerade schade, dass es irgendwie Brüste und Geschichte sind. What the fuck? Dennis, Charlie und Mac. Muss ich jetzt mit jedem von den Pissern kämpfen? Voll auf den Succubus. Rundumschlag trifft wahrscheinlich alle, ne? Los, Rundumschlag, Männer! Mehr Rundumschläge, bitte! So, das sind meine richtigen Items, ne? Sehe ich doch nicht ein. Rundumschlag! Wow, die machen aber auch Schaden. Oh, Dennis ist gleich tot. Die Frage ist, sollte ich die lieber heilen oder nicht? Ich heile die jetzt mal lieber. Rundumschlag. 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 Die halten schon einiges aus. Du Heilung, Technik, Rundumschlag. Technik, ich glaube, ich habe vorhin mit dir die ganze Zeit normal angegriffen, kann das sein? Dämon setzt Pentagramm ein. Autsch. Vor allem auf den Hauptcharakter, der dadurch mehr oder weniger schon fast tot ist. Du hast eh keine AP mehr. Du kannst noch Rundumschlag machen. Du nicht. Oder greifst du auch den Dämon an? Ulalol. Pentagramm abgewehrt. Locker! innere Kraft. Könnt ihr eigentlich auch sowas? Nö. Alle auf den Dämon. Der hat den Fessel innere Kraft. Ja, das ist schön. Weiß ich jetzt leider nicht, was es gebracht hat. Vielleicht hätte ich es mit durchlesen sollen. Mal kurz gucken. Der Anwender entfesselt einen Teil seiner inneren Kraft, erhöht den Angriffswert immens. Okay, also greifen wir mit dir auf jeden Fall an. Du darfst dich selbst heilen und der Rest bitte angreifen. Ja, der Dämon ist down, geht doch. Naja, 100 Schaden mehr, oder? Ja, ich glaube, so ungefähr 100 Schaden macht er jetzt vielleicht mehr durch den Rest. Und der Succubus ist auch down und ich habe alle am Leben erhalten. Das Team war erfolgreich, 250 EP erhalten. Dennis erreicht Level 7. Wow, eine der wachen Level. Ach, das waren wir. Ja gut, hätte ich mir denken können. Es waren diese verdammten Kinder. Bitte, lassen Sie mich durch. Cedric, nein! Erkennt diese Unheilbringer? Griselda, nicht doch! Wieso? Was hast du den beiden angetan? Also besser doch, männlich. Ich? Wieso? Ihr habt sie doch niedergemetzelt. Monster, sie waren noch Kinder. Kinder? Oh nein, sie waren erwachsene Leute, denen ich ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt habe. Als Dankeschön dafür, dass sie mich befreit haben. Das glaube ich sogar. Doch wie ich leider feststellen muss, hat unseresgleichen es noch immer nicht leicht in dieser von Parasiten bewohnten Welt. Fein, dann muss ich wohl etwas dagegen unternehmen, und zwar mit
drastischen Mitteln. Dämonenkönig erscheint. Oha, ernsthaft? Ich hoffe einfach mal, dass... Den kannst du gleich nicht einsetzen. Blutung. Kampfunfähige Person. Ja, komm, gib dir den. So, eine Heilung und noch eine Heilung. Höllensturm. Au. What the heck? Ernsthaft? Ich glaube, ich sollte nicht gewinnen, oder? Nein, sieht nicht so aus. Gut, ich wollte schon sagen. Ich fand das nämlich gerade ein bisschen unfair. Du siehst ja noch immer, kleiner Mann. Du stehst ja noch immer, kleiner Mann. Du siehst. Ich gehe einfach mal zurück. Bin fort mit dir. Los, berichte den Menschen von mir. Berichte ihnen, dass ich und meine Truppen Jagd auf sie machen werde. Versammelt eure Liebsten um euch. Und wartet darauf, dass wir euch holen kommen. Ernsthaft? Idee und Ausführung. The Age. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. So wie es aussieht, haben wir es jetzt endlich durch, Leute. Grafik, Enterbrain. RPG Maker, VX, Ace, ET, ja gut. Damit wurde halt gemacht, ne? Musik und Sounds. Enterbrain. Auch alles da heraus. Also anscheinend keine Custom-Sachen benutzt. Besonderen Dank an Enterbrain. Oder doch von Enterbrain? Don't know. Kann gut sein. Ende. Tja, das Jahr Null. Und anders gesagt, wie alles begann. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denke mal, er hat dieses RPG wirklich aus Vorschichte gemacht. Kann das sein? Ich kenne mich nicht so aus in diesem Bereich an sich. Aber ich denke mal, also es bleibt auf jeden Fall Platz nach hinten. Also man kann da auf jeden Fall noch mehr reinstecken. Also man kann die Story jetzt auf jeden Fall noch gut fortführen. Das ist ja null, also wie alles begann oder so. Gut, haben wir jetzt erlebt. Aber jetzt müssen die Dämonen noch irgendwie zurückgeschlagen werden. Denn wir hatten jetzt keine Chance, da hat uns instant gekillt, der Pösser. Warte, ich meine instant. Na gut. Cedric und Griselda. Gute Nummer. Super Sache. Das erste, was mir im Sinn kommt, ist auch noch natürlich erstmal einen Dämonen zu befreien. Logisch. Menschen hassen Dämonen ja nicht ohne Grund, ich sag's mal so, ne? Nein, aber an sich sehr schönes Spiel. Teilweise recht schwierig. Ich weiß nicht, ob man das ohne Training auch so locker durchgestanden hätte. Wahrscheinlich kann man das. Ich wahrscheinlich nicht. schönes Spiel, Story hat mir an sich gefallen. Es gibt zwar hier und da so ein paar Verbesserungen, die ich ja auch immer an den Stellen dann direkt eingebracht habe. Ich hoffe, euch hat dieses Spiel auch gefallen. Wie gesagt, das ist ja ein Event, ein Turnier. Ich weiß nicht, ob ich weiterkomme. Das werden wir ja dann sehen. Wenn ich weiterkomme, dann wird auf jeden Fall von Shesra oder wie hieß du? Sorry, ich habe gerade deinen Namen vergessen. Ja, Shesra, genau. Von Shesra wieder ein Spiel vorgeschlagen, was ich dann spielen werde. Falls ich nicht weiterkommen sollte bei diesem Turnier, werde ich ein Infovideo dazu machen. Und dann nochmal drauf aufmerksam machen oder so, dass jetzt mein Gegenkandidat weiter ist. Und ihr dürft mir dann unter diesem Intro-Video RPG Maker Projekte vorschlagen. Von mir aus auch eure eigenen, wenn ihr möchtet, dass ich sie teste. Oder ihr schlagt mir halt andere gute vor. Es wurde mir bereits eins vorgeschlagen, mit dem Hinweis, dass es durchaus länger dauern würde. Ich würde mich aber eher über so Projekte freuen, die 1 bis 4 Stunden dauern. Um ehrlich zu sein. Also Projekte, die ich vielleicht wirklich in so ein paar Parts durch habe, so 4 bis 6 Parts oder so. Oder 2 bis 6, ich sag's mal so.
wer dieses Spiel spielen will, ich glaube, ich hatte Shesra gefragt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das online gab oder nicht. Mein Alzheimer lässt grüßen. Ich guck mal ganz kurz nach. Na gut, ich sehe es jetzt gerade nicht. Da sind nur noch andere Gespräche. Wenn nicht, einfach mal googeln. es ist nämlich nicht von Shesra selbst oder so, sondern von Dennis. Von Dennis Hoffmann. Also es kann durchaus sein, dass es irgendwo runterladbar ist. Einfach das Jahr 0 von Dennis Hoffmann suchen. Oder die Edge. Ich danke sonst fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und ja, Informationsvideo kommt. Falls ich nicht weitergekommen bin, sehen wir uns im nächsten Projekt. Bis dahin, Leute. Ciao.